Und wir fangen jetzt einfach an mit Tom. Und Tom ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo, Tom. Es ist ein witziges Bild, dich nicht zu sehen. Muss ich, ich bin ganz irritiert. Ich habe hier einen Monitor neben mir stehen und normalerweise sehe ich mich dann immer, wenn wir auf dem Sender sind. Und nun bin ich weggezaubert, obwohl ich hier sitze. Das ist echt witzig. Das ist technisch ein Kuriosum. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Die Kamera ist an, aber ich bin nicht da. Jo. Domian, aber du bist da. Genau, ich bin da. Ja. Domian, zu meinem Thema. Es geht darum, ich möchte meinen beiden Lebensrettern, die mir am vergangenen Freitag auf der A5 zwischen Karlsruhe und Frankfurt, da geht es um zwei LKW-Fahrer, die mein Leben gerettet haben. Aha. Es geht um das, ich war am Freitag beruflich unterwegs von Karlsruhe nach Frankfurt, war ungefähr auf Höhe Waldorf. Ich weiß nicht, ob ich da geografisch ein bisschen auskenne. Nicht so gut, nee. Nicht so gut. Bin ich sicher schon vorbeigefahren, aber so genau weiß ich es nicht, aber egal. Gut, es ist jedenfalls eine sehr, sehr stark befahrene Strecke. Ich musste an diesem Tag beruflich nach Frankfurt. Es war so gegen 23:45, das weiß ich aber auch nur noch durch die Polizei. Es hat ein bisschen genieselt. Ich war auf der Autobahn, sehe ungefähr 200, 250 Meter. Ups, er stockt ein bisschen. Muss gestehen, ich hatte ein altes Auto, ein Golf 2 und habe gebremst. Wie es der Teufel will, es zieht mir mein Hinterteil weg und ich, ach du Scheiße, sehe, dass von hinten ein Fahrzeug mit einem Affenkaracho angeschossen kommt, sehe es nur noch ein Bruchteil von einer Sekunde und es gibt einen Riesenschlag. Es schleudert mich nach vorne. Horror. Ich krache richtig frontal in den Vordermann rein, ja? Es zieht mich zurück, in dem Moment kracht es nochmal, sprich der Hintermann ist mir nochmal aufgefahren, bin dann irgendwie zum Stehen gekommen. Bin total idiot in meinem Auto drin, wusste überhaupt nicht, was los ist, wo ich bin, was passiert. Sehe, dass es vorne aus meinem Motorraum rausgequalmt, konnte überhaupt nichts machen, war eingeklemmt, Tür ging nicht auf, Gurt ging nicht weg, gar nichts. Rechts neben mir, jetzt muss ich leider ein bisschen Schleichwerbung machen, damit der Fahrer, das ist nämlich eigentlich der Grund, warum ich anrufe, der Firma Betz in Reutlingen, also es ist hier im Stuttgarter Raum, halten zwei Fahrer an, springen aus dem LKW, das habe ich Gott sei Dank noch mitbekommen, rennen auf mein Auto zu, rufen mich, hey, alles klar, bist du verletzt? Ich, keine Ahnung, ich will hier nur irgendwie raus. Sagt man, ach, man sieht dich. Ja, Tom, man sieht dich. Ich unterbreche mal eben kurz und begrüße die Fernsehzuschauer ganz herzlich. Wir haben hier irgendwelche seltsamen technischen Schwierigkeiten, sodass ich gerade schon dachte, ich leide an Halluzinationen. Weil ich sitze hier und der Monitor neben mir zeigt, dass ich nicht hier saß, was ihr gerade auch gesehen habt. Und dann ist ein Notprogramm angelaufen, etwas Musik. Und die Kollegen der Technik haben das aber jetzt Gott sei Dank geregelt. Und nun sind wir live da. Und ich hoffe, dass ihr mich auch versteht oder uns auch versteht, weil wir auch Tonprobleme gerade hatten. Also, ich bin froh, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Und wir haben eine freie Themennacht und ich unterhalte mich gerade schon mit Tom. Tom, 28 Jahre alt, der davon erzählt, dass er letzte Woche Freitag dem Tode knapp entronnen ist auf der Autobahn in Süddeutschland und wollte sich bei seinen beiden Lebensrettern bedanken. Und jetzt steigen wir da wieder an, wo du gerade aufgehört hast, Tom. Ja, also wie gesagt, es war eben so, dass ich hier mit meinem Auto drin war und die beiden kamen wirklich zugerannt und hab dann zum einen gebrüllt, schlag mein Fenster, mach irgendwas, ich will aus diesem Auto raus und sagt er, es hat keinen Sinn, wenn ich die Scheibe einschlag, das fliegt alles ins Gesicht. Der zweite schreit in dem Augenblick, Mensch, beeil dich, die Karre fängt zu brennen. Und dann habe ich wirklich Panik bekommen. Ja. Mein Auto fing zu brennen, ich habe es gesehen, dass Flammen aus meinem Motorraum rauskommen. Dann haben die gesagt, es muss schnell gehen, rennen zum Auto zurück, holen einen Feuerlöscher, haben es dann wohl irgendwie unter Kontrolle bekommen. Dann habe ich mal versucht, irgendwie mein Fenster runter zu kurbeln. Also irgendwie, das war jetzt im Geisteswahn. Und du warst vollkommen unverletzt? Also, dachte ich bis dahin. Auf jeden Fall so, dass du dich bewegen konntest und die Kurbel. Ja, das ging so. Schon. Ich meine, es sind auch Situationen, Domian, selbst wenn du noch so schwer verletzt gewesen wärst, hast du in dem Augenblick Kräfte, die du sonst nicht hast. Es war jedenfalls so, dass ich das Fenster runtergekurbelt habe, habe mich dann irgendwie aus meinem Gurt befreien können, bin dann von den beiden LKW-Fahrern und zwei Polizisten, die inzwischen auch gekommen waren, aus dem Fahrzeug irgendwie rausgezogen worden, über die Leitplanke drüber. Bin gestanden und gesagt, es geht mir soweit gut, ich habe nichts mitbekommen an deiner Aha-Platzwunde, hast du schon mal oben am Kopf, hab geblutet ohne Ende, hab meine Beine kaum noch gespürt, mir war schwindelig und so weiter. Ja. Und alles andere lief dann eigentlich in Minuten ab. Ich bin da gestanden, total benommen, hab gesagt, was ist mit meinem Auto? Dann haben die gesagt, lass dein blödes Auto, dein Auto ist egal.
Und um das Ganze ein bisschen kurz zu machen, es war so, insgesamt waren in diesem Unfall 5 Fahrzeuge verwickelt. Aber das Auto ist dann, das Auto ist nicht explodiert mehr, oder? Um Gottes Willen, also ich möchte nicht wissen, was dann passiert wäre. Aber diese beiden Männer, die haben letztendlich dein Leben gerettet. Richtig. Wenn die nicht gewesen wäre, was wäre denn dann passiert? Ich wäre mit Sicherheit gestorben. Mhm. Mit Sicherheit, weil die Feuerwehr wurde zwar alarmiert, ist dann aber abgeblasen worden, weil die meinen brennenden Motor gelöscht haben. Und das ist jetzt wirklich eine Sache, ich habe seitdem eine ganz, ganz andere Einstellung zur LKW-Fahrern, muss ich wirklich sagen. Mhm. Also das hat sich geändert von, du warst früher kritisch gegenüber LKW-Fahrern? Ja, weil man auch manchmal denkt, wenn man es wirklich eilig hat, dann kommt auf der Autobahn, mein Gott, warum musst du jetzt vor dir rausziehen? Mhm. Jetzt hat sich alles geändert, weil du gesehen hast, dass das Leute sind, die unter Umständen sehr spontan agieren und dein Leben gerettet haben. Wie geht's dir denn körperlich jetzt, heute? Ja gut, körperlich geht es mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ich habe eben noch diese Platzwunde, habe Schmerzen in meiner rechten Schulter, habe noch ein leichtes Schleudertrauma, aber sonst nicht. Also, Dank an die beiden LKW-Fahrer, die dir das Leben letzten Freitag gerettet haben. Auf jeden Fall. Und das war der Grund deines Anrufes. Leider ist es jetzt ein bisschen kaputt gegangen durch unsere technische Panne. Nö, das ist aber nicht das Problem. Ich glaube, das ist doch noch gut rübergekommen. Auf jeden Fall, diese beiden LKW-Fahrer, und ich weiß, dass viele, viele Promifahrer deine Sendung hören. Ja, das stimmt. Sollte irgendeiner dieser Fahrer oder dieser Firma Betz, ich muss sie halt beim Namen nennen, weil sonst weiß man es nicht, sich an diesen Unfall erinnern können, das können die mit Sicherheit, weil es 5 Fahrzeuge waren. Wir waren 4 Verletzte. Ach, die sind, mit denen hast du dann gar keinen Kontakt mehr gehabt danach? Nicht mehr so viel. Ich weiß bloß, dass das Mädchen, das 19 Jahre alt war, das hier hinten ungebremst mit 130 reingeknallt ist. Ja. Dieses Mädchen ist querschnittgelähmt, die hat absolut übel erwischt. Und du würdest dich gerne bei diesen beiden Fahrern bedanken? Auf jeden Fall. Das können wir ruhig nochmal sagen. Die kamen von der Firma? Von der Firma Betz. Das ist eine sehr, sehr große Spedition in Reutlingen, das ist bei Stuttgart. Also, wenn die jetzt zugehört haben, dann werden die genau kapiert haben, um was es da ging in diesem Gespräch. Und die werden sich angesprochen gefühlt haben. Auf jeden Fall. Ich freue mich, dass es so ausgegangen ist. Freue mich, dass wir miteinander haben reden können. Und alles Gute weiterhin dir. Viel Glück. Auch, natürlich auch dem ganzen Team. Dankeschön, Tom. Bis zum Ernst. Dankeschön, tschüss. Alles klar, danke, tschüss.